Die Tourenübersichtskarte. Kalter Herberg bis Aachenbrand. Das ist der Fahrradbus aus Aachen kommt. Hier der Parkplatz von Fan Railbike. Von hier starten die Dresinen. Ein Blick ins 7 Kilometer entfernte Weimes. Das ist das Bed and Bike Hotel. Nun aber erstmal ein herzliches Hallo an alle, die den Fahrradkanal gerade anschauen. Noch ein Blick zum Dresinen Startpunkt. Wir radeln jetzt zum Bahnhof Kalter Herberg, von wo aus wir dann unsere Tour auf der Fennbahntrasse in das 51 Kilometer entfernte Aachenbrand starten. Natürlich darf ein Kreuzungsfoto in Richtung Weimes nicht fehlen. Und Bahnhof Kalter Herberg, auch das Foto darf nicht fehlen. Nun geht es aber auch los auf der Fennbahntrasse. Unser Ziel ist heute der 51 Kilometer entfernte Ort Aachenbrand, von wo aus wir heute um 9.42 Uhr mit dem Fahrradbus gestartet sind. In Kalter Herberg kommt man dann um rund 11 Uhr an. Es fahren im Saisonjahr 2018 insgesamt 3 Busse am Vormittag. Bitte genaueres im Netz unter der Suche Fahrradbus AVV herausfinden. Dort gibt es einen Flyer, in dem schöne Tourenvorschläge und auch alle Fahrradbuslinien mit deren Fahrzeiten zu finden sind. Hier noch ein paar Höhendaten zu unserer Tour. Unser Startpunkt in Kalter Herberg liegt 518 Meter hoch. Höchster Punkt mit 550 Meter liegt im Norden bei Lammersdorf. Der Zielpunkt in Aachenbrand ist 248 Meter hoch. Niedrigster Punkt mit 240 Meter liegt im Südwesten von Aachenbrand. Eigentlich hatte ich ab dieser Stelle vor, abzubiegen, um durch das Reichensteiner Tal vorbei am Kloster Reichenstein nach Monschau zu fahren. Aber wie ihr gerade gesehen habt, war mir der Wanderweg nicht geheuer. Also fahren wir weiter, um den nächsten Abzweig zu begutachten. 240 Meter weiter sind wir nun an diesem Abzweig. Nur leider würde uns dieser Abzweig in das Reichensteiner Tal 350 Meter über die Landstraße ohne Radweg streifen. Dazu hatten wir dann auch keine Lust. Vor allem, weil der Fennbahntrassenradweg doch so schön ruhig und ohne Autoverkehr ist. Ja, hier habe ich da gerade noch ein paar Fotos gemacht von einer Brücke, die über die Landstraße führte, ja, Richtung Kloster Reichenstein. Nun kommt kein Abzweig mehr, um noch in das Reichensteiner Tal zu gelangen. Die Strecke über den Fennbahnradweg ist ca. 3 bis 4 Kilometer länger. Man muss nun bis zum alten Bahnhof Monschau radeln. Die ersten 9 Kilometer von Kalter Herberg bis Monschau auf dem Fennbahntrassenweg verlaufen entlang der Ruhr im Fluss Namen ohne H geschrieben, also nicht zu verwechseln mit der Ruhr im Ruhrgebiet. Die Eifelruhr, wie man den Fluss auch nennt, hat seine Quelle in Belgien im Hohen Fenn in der Nähe von dem Örtchen Surbrot. Die Ruhr fließt nach 164,5 Kilometer im niederländischen Roermond in die Maas. Auf der Fennbahntrasse sollte man, auch wenn es das Schengen-Abkommen gibt und seltenst die Grenze hier kontrolliert wird, einen Personalausweis dabei haben. Denn durch die Bestimmung des Versailler Vertrages von 1920 ist die Fennbahntrasse belgisches Hoheitsgebiet. Das hat die Auswirkung, dass es seitdem einige deutsche Exklaven wie Mützenich und Ortsteile von Monschau und Röttgen gibt. Nach dem Krieg war Mützenich eine Hochburg für den Kaffeeschmuggel, auch Aachener Front genannt. Mützenich hat 2237 Einwohner, Stand Dezember 2006 und gehört seit Januar 1972 zu Monschau. Wir erreichen nun den alten Bahnhof von Mützenich. Natürlich muss ich hiervon ein Foto machen. Von dem Bahnhof war man in 20 Minuten Fußweg
im Ortskern an der katholischen Kirche. Die Fennbahntrasse ist ab Kalter Herberg für 28 Kilometer belgisches Hoheitsgebiet. Ich habe mit Google Maps Hoheitsgebietsbreiten zwischen 16 und 145 Meter gemessen. Wir erreichen bald den alten Bahnhof Monschau. Natürlich wollen wir wieder mal einen Abstecher in die schöne Altstadt machen, auch wenn uns dies ca. 100 Meter hinunterführen wird. Das ist deshalb zu erwähnen, weil wir nach unserem Abstecher wieder zum alten Bahnhof von Monschau zurückradeln müssen, um unsere Tour auf der Fennbahntrasse fortsetzen zu können. Wir haben nun unseren Abzweig am Bahnhof Monschau erreicht. Durch das ruhige und fast autofreie Laufen Bachtal radeln wir nun für ca. 2 Kilometer bergab. An dieser Stelle biegen wir nun ein in das Laufenbachtal. Ja, die Belagsoberfläche ist eine wassergebundene Schotterdecke. Ist auch ein bisschen rutschig, man muss halt ein bisschen aufpassen. Ja, der Weg wird uns vorbeiführen an der Elwin-Christoffel-Schule und dem Fennbad. Weiter überqueren wir die Bundesstraße kurz und fahren dann weiter einen kleinen Schleichweg mit einer kleinen Serpentine, wo es dann auch ein bisschen steil herunter geht. Aber dafür kommen wir dann autofrei unten fast an der Glashütte Monschau raus. Ja, ich halte hier extra an, habe kurz mal mit der Kamera drauf gehalten. Dies ist ein sehr interessanter Abzweig von einem Wanderweg, wie ich gerade herausgefunden habe, dem Eifelsteg. Der führt dann Richtung Süden und hat dann Anschluss zum Klosterweg. Jetzt weiß ich das auch endlich mal. Wir überqueren nun die B258 und fahren nun hier den Biesweg hinunter. Ja, das wird ein bisschen steiler und wie gesagt, da kommt auch nachher noch eine scharfe Kurve. Aber wie gesagt, dafür ist es autofrei. Hier werden wohl seltenst Autos entgegenkommen. Und dafür kommen wir hier unten jetzt direkt fast an der Glashütte Monschau raus. Die liegt jetzt hier zur Rechten und das ist jetzt hier ein kurzes Stück auf der Straße. Ja, hier ging es rechts zur Glashütte und wie man sieht, muss man hier leider auf der Straße entlang radeln. Aber wir fahren jetzt hier geradeaus und auf dem gepflasterten Teil ist nur für den Linienverkehr und Anlieger hier freigegeben. Also kann man hier relativ gut mit dem Rad herfahren, ohne dass ständig Autos vor einem oder hinter einem herumschwirren. Wie man sieht, haben wir hier das kleine Lädchen Senfmühle direkt am Ortseingang erreicht und haben uns natürlich wieder ein Vorratspöttchen mit dem Monschauer Ursenf eingedeckt. Das reicht wieder mal für ein halbes Jahr. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, hier geht's jetzt durch die Altstadtgassen Richtung Monschau Zentrum. Wir werden uns dann am Monschauer Markt niederlassen, denn dort gibt es viele schöne Restaurants und Cafés, wo man auch direkt einen Blick auf die Ruhr hat. Monschau hat rund 12.000 Einwohner. Sehenswert ist natürlich das Rote Haus. Es ist der ehemalige Stammsitz der Textilindustriefamilie Scheibler. Monschau bekam 1352 die Stadtrechte, damals noch unter dem Stadtnamen Montieu. Wir sind nun auf dem Marktplatz um die Mittagszeit angekommen.
und werden nun etwas essen. In Monschau gibt es nicht nur den berühmten Monschauer Senf, sondern auch alles, was man zur Verpflegung braucht, von Currywurst mit Pommes bis zur Forelle Müllerin. Kaffee und Kuchen und natürlich leckeres Eis. Ja, und das ist unser Blick auf die Ruhr von unserem Sitzplatz aus. Ja, und das ein Blick in die andere Richtung. Nach leckerem Essen und Eis aus der Eisdiele machen wir uns wieder auf dem Weg hinauf zur Fennbahntrasse. Wir erinnern uns, 100 Meter geht es nun auf ca. 2,5 Kilometer hinauf bis zum Bahnhof Monschau. Übrigens kann man von hier einen sehr schönen Weg entlang der Ruhr bis nach Einruhr radeln. Einruhr liegt am südlichsten Ende der Ruhrseen, dem Obersee. Von Monschau bis dorthin sind es ca. 16,5 Kilometer, wovon nur ein sehr kleiner Teil auf der Straße zu radeln ist. Der Weg ist sehr schön und angenehm kühl, weil er sehr bewaldet ist. Besser beschattet als die Fennbahntrasse. Gibt davon im Fahrradkanal auch ein Tourenvideo mit dem Namen Lammersdorf nach Monschau weiter nach Einruhr. Werdet ihr sicher auf dem Fahrradkanal finden. Wie ihr seht, sind wir hier auf dem Weg auswärts von Monschau unterwegs, um, wie gesagt, zum Bahnhof Monschau hinaufzukommen. Wir kommen übrigens auch hier fast oben kurz vor dem Kreisverkehr auch bei der Monschauer Senfmühle vorbei. Dort könnt ihr dann theoretisch auch nochmal den berühmten Monschauer Senf kaufen, falls ihr das unten in der Stadt vergessen habt oder versäumt habt. Das kann man dann dort auch nochmal nachholen. Ja, zum Glück bin ich hier sehr froh, dass die Straße hier einen Teerbelag hat. Da drauf zu fahren durch das entsprechende Bachtal, wo wir hinuntergeradelt sind, wollte ich dann doch nicht in Erwägung ziehen, weil das hier dann doch bergauf einen geringeren Rollwiderstand hat. Und unsere Bikes wiegen ja schon leer, wie ihr sicher mal mitbekommen habt, rund 28 Kilo sind von KTM und sind damit nicht gerade die leichtesten Pedelecs. Ja, gerade sind wir schon vorbeigekommen an dem Abzweig nach rechts zur Senfmühle und wir erreichen jetzt gleich den Kreisverkehr. Ja, hier bin ich ein bisschen zu weit vorgeradelt, weil hier links geht es noch ein Stückchen auf einen Radweg, allerdings endet der auch jetzt hier gleich. Aber jeder Zentimeter, den man nicht auf der Straße langradeln muss, vor allen Dingen dann auch noch bergauf, ist irgendwie ein sicheres Gefühl. Zumal hier auch Busse hochfahren und auf dem Hinweg mit dem Bus von Aachenbrand nach Kaltererberg sind wir hier mit dem Bus entlang gefahren und haben mitbekommen, dass der Bus hier beim Vorbeifahren an Radlern so seine Probleme hat. Ja, hier habt ihr gerade den Bus gesehen. Der kam jetzt allerdings gut hier vorbei. Ja, hier sind wir jetzt wieder auf dem Fennbahnradweg. Links herum war der Bahnhof, der alte von Monschau. Ja, und wir machen uns jetzt hier wieder weiter auf dem Weg Richtung Aachenbrand. Das sind noch 38 Kilometer, die vor uns liegen. Natürlich werden wir noch eine Pause am Café Wanderbar machen. Das liegt im westlichen Teil von Röttgen direkt an der Fennbahntrasse in ca. 17 Kilometer von hier. Dort ist unser Favorit bei diesem sehr warmen Wetter das Joghurt-Eis. Zumindest wollen wir das dort testen, denn es wird im Internet sehr empfohlen. Das Joghurt-Eis kann man sich an der Theke mit den verschiedensten Früchten und Soßen bestücken lassen. Tolle Idee,
auf die wir uns schon sehr freuen. Nun noch etwas zur Flora und Fauna entlang der Fennbahntrasse. An dieser Stelle speziell zur Fauna. Meine Frau hat hier einen Schwalbenschwanzschmetterling entdeckt. Natürlich wollte ich diesen für euch fotografieren. Doch leider sollte dieser sich nicht schön ruhig wohin setzen und Nektar schlürfen, sodass ich ihn schön hätte fotografieren können. Aber ihr habt ja die Bilder gesehen. Mit viel Glück habe ich ihn im Flug doch noch erwischt. Im Nationalpark Eifel gibt es natürlich noch viele andere Schmetterlinge und Tierarten. So zum Beispiel die Wildkatze, den Luchs und den Biber. In den Wäldern gibt es auch Hirsche, Füchse, Igel, Maulwürfe, Spitzmäuse, Marder, Eichhörnchen und Fledermäuse. Zu letzteren gibt es auch Führungen, zum Beispiel von der Ordensburg Vogelsang aus. Bitte dazu dann im Internet recherchieren. Bei den gefiederten, fliegenden Tieren sind neben den üblich Verdächtigen auch Eisvögel, Bussard, Falken, Geier, Habicht und Milane. Auch Eulenarten wie die größte, der Uhu, kommen hier vor. In den vielen Wasserzonen und Seen gibt es Fische wie Aale, Eschen, Bachforellen, Barsche, Döbel, Goldfische, Gründlinge, Hechte, Karpfen und so weiter. Gerade haben wir hier einen Abzweig gehabt, der rechts Richtung Konzen ging. Auch Amphibien wie Erdkröten, Feuersalamander, Frösche, Geburtshelferkröte und Molcharten gibt es hier. Selten gewordene Blindschleichen und Reptilien wie zum Beispiel die Mauereidechse, Waldeidechse und Ringelnattern gibt es hier. Zur Flora ist zu sagen, dass hier Ende Juli nach sehr vielen heißen Wochen in diesem Jahr doch noch sehr viele schöne Pflanzen rechts und links entlang der Fennbahntrasse blühen. Ich bin dafür leider nicht so der Spezialist. Das ist in solchen Dingen meine Frau. Zugegeben, im Internet fand ich heraus, dass bei den Wildkräutern diese hier in der Nordeifel vorkommen. Bärlauch, Bärwurz, Baldrian, Beifuß, Buschwindröschen, Farnarten, Moose. Ja, hier sehen wir den Bahnhof Konzen, gerade aktuell. Und von hier, von dieser Stelle aus, kann man ca. 3 bis 4 Kilometer abkürzen, wenn man dann hier an der Straße entlang fährt bzw. radelt. Ja, es gibt da Gott sei Dank auch eine separate Fahrradspur. Ja, ab hier ist dann auch eine entsprechende Schotteroberfläche, aber lässt sich ganz gut drauf radeln. Ja, mit meiner Flora-Aufzählung von den verschiedenen Pflanzen war ich noch nicht ganz fertig. Also es gibt hier auch noch den Ginster, Kornblumen, Löwenzahn, Narzissen, natürlich bekannt im Perlbachtal anzuschauen im Frühjahr, werden auch entsprechende Exkursionen hingemacht. Heidekraut, Maiglöckchen, Ringelblumen, Schafgarbe, Schlüsselblumen, Spitzwegerich sowie Krokusse, Hardenfuß, Margareten, Orchideen, Holunder und Wacholder, um diese Aufzählung mal zu vervollständigen.
Wir erreichen jetzt gleich den Bahnhof in Lammersdorf. Hier an der Kreuzung und im Bild eingeblendet. Ja, von hier aus sind es jetzt noch ungefähr knapp 9 Kilometer bis zu unserem Café Wanderbar in dem Örtchen Röttgen. Hier erreichen wir jetzt gleich den östlichen Teil von Röttgen, wie gerade in der Karte zu sehen war. Wer also in den Ort abbiegen möchte, der kann das dann von hier ganz gut machen oder hier an dieser Stelle. Gibt hier mehrere Möglichkeiten, um dann in den Ort zu kommen. Hallo Café Wanderbar, wir sind jetzt nicht mehr weit weg, in circa 2,5 Kilometer. Haben wir es erreicht und freuen uns auf unser Joghurt-Eis.
Wir erreichen nun das Café Wunderbar und werden uns jetzt unser Joghurt-Eis mit Erdbeeren und Erdbeersoße genießen bei der Hitze. Jetzt machen wir uns wieder weiter auf dem Weg Richtung Aachenbrand. Von hier aus sind es jetzt noch ca. 21 Kilometer. Und das mit einer kleinen Abkürzung noch im belgischen Teil. Dort macht die Fennbahn noch eine große Schleife. Aber das werdet ihr ja gleich noch sehen und ich habe es ja auch noch mit Karten eingeblendet. Also bis gleich mal. Tja, ich aus dieser Richtung habe wohl laut dem Vorfahrtsschild eigentlich Vorfahrt zu beachten, oder? Diese Abkürzung hatte ich eigentlich in Komoot geplant. Naja, kann man halt nichts machen. Vielleicht ist es ja wegen der lang anhaltenden Trockenheit gesperrt. Diese Abkürzung sagt uns vom Aussehen nicht wirklich zu. Also auf zur nächsten Möglichkeit. Diese Abkürzungsmöglichkeit sagt uns auch nicht wirklich zu. Auf der Landstraße ohne Radweg, darauf haben wir jedenfalls keine Lust. Nun, diese Abkürzung nehmen wir jetzt. Bin gespannt, ob wir mit der Wegoberfläche Glück haben werden.
Auf unserer Abkürzung treffen wir nun auf eine Straße. Die ist zum Glück wohl sonntags nicht sehr befahren. Deshalb nehmen wir das kurze Stück in Kauf. Die Fennbahntrasse hat uns nun wieder. Diese Abkürzung hat uns doch noch ca. 1,5 Kilometer Weg eingespart. Nun, liebe Fahrradkanalfreunde, ja, es geht jetzt eine ganze Weile entlang neben der noch vorhandenen Schienen. Ja, ich melde mich gleich dann nochmal. Genießt einfach mal die Bilder bzw. die Gegend. Ja, viel Grün. Die grüne Hölle live. Wir erreichen die Straße Schmidthof. Hier könnte man auf selbiger Straße einen kleinen Bogen der Fennbahntrasse abkürzen. Hier im Südteil von Walheim, dem alten Bahnhof, haben die Eisenbahnfreunde Grenzland ihr Fuhrparkdomizil. Vielleicht kann man ja eines Tages auch mal mit einem Sonderzug oder nostalgischem Touristenzug auf den noch vorhandenen Gleisen bis nach Olpen fahren. Ich fände das schön, wenn dann ein Gepäckwagen für die Fahrradmitnahme dabei wäre.
Hier müssen wir nun die Seite wechseln, um später Richtung Aachen-Brand abbiegen zu können. Denn die ehemaligen Bahntrassen haben sich dann hier getrennt. Im Nordosten hinter Weilheim verlassen wir nun die noch vorhandenen Gleise, die weiter bis nach Breining, einem Ortsteil von Stolberg, führen. Ab Breining wird dieses Bahngleis auch wieder von der DB bedient und man hat eine Anschlussmöglichkeit an die Hauptverbindungsachse zwischen Aachen und Köln. In dem Aachener Vorort Corneli-Münster durchfahren wir die Bahnhofsvision. Wie ihr seht, eine nette Stätte zum Chillen, oder? Die ersten Zivilisationsausläufer von Aachen-Brand sind erreicht. Es geht durch einen kleinen Kreisverkehr im Süden des Ortsteiles in einem großen Bogen am Rand entlang. Dann schwenkt die Bahntrasse nach Nordosten. Dort kommen wir unweit des Sportplatzes und Schwimmbades vorbei. Dann kommen wir auf die Trierer Straße raus. Am ehemaligen Brander Bahnhof biegen wir in die Karl-Koch-Straße ab. Dort am Rasenfußballplatz von Borussia Brand haben wir geparkt.
Ich hoffe, Ihnen bzw. euch hat dieses Tourenvideo auf einem Teilstück der Fennbahntrasse gefallen. Wie immer wünsche ich viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss!